Ich habe mich verliebt in meinen Cousin. Da war ich 12 gsi. Das war 1942, also mitten im Krieg. Mein Cousin war 3 Jahre älter und er war bei uns in der Ferien. Ich hätte ihn auffressen und hätte ihn verküssen und weiss ich was. Und dann habe ich gemerkt, also irgendetwas ist da falsch oder ist da anders. Und dann habe ich gemerkt, das ist doch, das gehört zu meiner Natur, zu meiner Art. Und das ist mein Privatleben und das geht niemandem etwas an. Ich habe nicht mal gewusst, wie man dem sagt. Und ich habe gedacht, ja, ich sei wahrscheinlich der Einzige, weit und breit. Ich habe mich halt darauf eingestellt, dass ich nie einen Partner wird haben. Ich habe eigentlich eben 10 Jahre lang gedacht, ich sei der Einzige. Und irgendwann mal habe ich gehört, dass am Bürgliplatz, dass ich dort eine Schwule treffe. Ich bin dann tatsächlich einmal schauen und habe gesehen, dass dort Männer sind, aber dass die alle in die Bissbuden hineingehen. Und das habe ich grusig gefunden. Aber ich habe gedacht, ja, also es hat ja sicher ein paar intelligente Leute darunter. Vielleicht ältere Leute, die vielleicht sogar ein Leben lang so gelebt haben, wenn ich mir das gar nicht vorstellen kann. Da habe ich dann irgendwann mal einen getroffen. Und dann habe ich gemeint, ich gehe dann zu einem Heim. Und habe gesagt, das will ich nicht, ich will einfach immer ein etwas wissen und so und so. Und dann hat er gesagt, ja, ich verkehre meist mit anderen in einer Bar. Mary's Old Timers Bar hat die geheißen. Augustinergasse Nummer 14. Dann bin ich mal dort hergegangen. Dann habe ich dann auch Jüngere kennengelernt. Und einen, mit dem bin ich dann heim. Und dann tatsächlich mal mit einem wirklich Sex gehabt. Dann habe ich sagenhaft gefunden. Dann gesagt, ja, ich sei Abonnent vom Kreis. Dann hat mir die Heftchen gezeigt und ich habe mir dann die Adresse gemerkt, das Postfach, und dann habe ich dort hergeschrieben. Ich würde dort dann auch gerne das Heft abonnieren. Dann hat es eben gesagt, ja, das soll ich jetzt noch nicht machen, wenn ich noch nicht gewählter Lehrer sei, soll ich es nicht machen, das ist gefährlich. Aber wenn ich dann mal gewählter Lehrer sei, kann ich wieder vorbeikommen. 2 Jahre später bin ich mit den Herren und ich sagte, aber ich will nicht einfach nur abonnieren, sondern es interessiert mich. Ich habe dann unterdessen andere Heftchen angeschaut von dem Kreis. Es interessiert mich sehr und ich lese eben alles, auch die französischen und die englischen Beiträge. Und sie können sicher irgendjemanden brauchen, der mithelfen da oder dort, und das will ich gerne machen. So bin ich dann reingekommen. In dieser Gemeinschaft fühle ich mich, habe ich dann gemerkt, irgendwie daheim. Das sage ich ja sonst nie. Ich bin aber nie an Zusammenkünfte gegangen. Bis ich dann mal doch nach 2 Jahren gegangen bin, dann bin ich an ein Fest gegangen. Und dort habe ich darüber kennengelernt. Die haben ein Theaterstück gespielt. Das war noch so eine Drehungsgeschichte mit dieser Frau. Die Frau, die ist so hervorragend dargestellt worden, dass ich mir völlig klar bin, das kann nur eine Frau. Nur eine Frau kann eine Frau so darstellen. Das muss eine hervorragende Schauspielerin sein, damit sie überhaupt diese Negativrolle so kann überbringen kann. Und dann haben sie gesagt, ja, nein, also das ist ein Mann, der das macht und mich kennt und so. Ja, willst du? Und dann haben sie gesagt, ja, ich will die 100 Franken. Und das war noch viel gewesen. Und dann sind die nach dem Stück sind die in der Bühne und haben ihn hergebracht. Und dann habe ich gesehen, ah, das ist doch ein Mann. Und zwar habe ich den schon mal gesehen gehabt, im Opernhaus. Und der hat mir wahnsinnig gut gefallen. Und dann habe ich gesehen, das ist der gleiche. Da habe ich natürlich alles daran gesetzt, dass ich den dann irgendwie mal genauer kennenlernen konnte. An einer Party habe ich ihn dann getroffen, aber weil niemand im Kreis hat den Namen von den anderen gewusst. Man hat meistens einen falschen Vornamen gesagt. So hat man sich gegenseitig geschützt. Und dann ist mir nichts anderes übergeblieben, als die ganzen Leute eben einzuladen zu mir heim für den nächsten Sonntag. Die sind alle gekommen und der Röbi ist nicht gekommen. Und dann war das einfach für Katze gewesen. Ein paar Wochen später bin ich in Barfüßer gegangen, aber auf die Frauenseite, wo die Lesben waren. Und auf der anderen Seite waren die Männer. Und auf einmal kommt von dort her irgendjemand und sieht, dass es der Röbi ist. Kommt zu mir und spricht mich an und hat sich entschuldigt. Ich war verhindert. Ich konnte mich nicht kontaktieren, ich habe keinen Namen gewusst. Dann haben wir lange miteinander. Dann haben wir herausgefunden, dass wir im gleichen Quartier wohnen. Also praktisch den gleichen Heimweg. Dann ist er noch zu mir gekommen. Und am Morgen irgendwann in der Nacht hat er gesagt, er müsse jetzt gehen. Ich schlafe seine Mutter nicht. Er sagte, ja, er läutet mir dann am Sonntagmorgen. Nein, ich könnte dann zu ihnen kommen zum Morgen. Dann habe ich gedacht, ja, der lügt das zusammen. Das ist sicher nicht. Tatsächlich hat er auch gehütet. Dann bin ich gegangen, dann habe ich noch seine Mutter kennengelernt. Und so hat es dann geklappt. 62 Jahre. Die ersten 30 Jahre, wo wir
zusammen Beziehung hatten, haben wir nicht zusammen wohnen. Ich habe meine Stelle verloren, bin Lehrer gewesen. Und damit auch ein Coming-out natürlich. Und nichts von irgendwelchem, ja, an die Öffentlichkeit gehen.